Die Sache ist, ich habe vor langem meine Tabletten nicht mehr genommen. Ich wollte gerade mal wieder ins Apartment gehen, aber jetzt habe ich sie ja dabei. Da geht das natürlich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Er wird sich wohl auch nicht so schnell weichkloppen lassen. Huch. Was ist denn mit der Musik auf einmal los? Entschuldigung, ich vergesse nie das Gesicht eines Kunden und Sie haben schon den zufriedensten Ausdruck von jemandem, der mein Essen schon gegessen hat. Mann, ey. Das Spiel ist einfach verdammt gemein. Es muss eine Low-Carb-Variante von Takoyaki-Bällchen geben, verdammt. Dann müsste sich, ich müsste mir dazu aber auch noch den passenden Grill holen. Ich hatte mir die tatsächlich von so einem Online-Versandhandel für japanische Lebensmittel. Da bestelle ich sehr selten im Moment, halt wegen Low-Carb und so. Aber da hatte ich mir Takoyaki-Bällchen frittiert, wollte ich schon sagen, tiefgefroren geholt. Und die waren tatsächlich lecker. Ich habe die dann so angebraten in der Pfanne. Das heißt, die waren auch schön, ja, immer so ein bisschen knusprig. Die waren nicht so gummiartig. Ich hatte schon mal in Japan so fertig Takoyaki. Die waren wie Gummi einfach. Und aber auch lecker. Und ja, das war halt wirklich verdammt lecker. Aber wenn du die selber machst, komplett selber, zum Beispiel, wenn du halt eine vegetarische Variante machen möchtest, dann brauchst du halt diesen Grill. Und da musst du halt die ganze Zeit dastehen und die immer drehen, die Bällchen. Aber ja, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier rein. Entschuldigung. Entschuldigung. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Mai, was machst du denn hier? Hat sie dich hergebracht? So ist das nicht, Kakashi. Es war meine Idee. Ich habe sie gebeten, mit dir zu reden, aber du hast sie weggeschickt. Diese Frau hat dich fast umgebracht. Du erwartest, dass ich mit ihr kooperiere? Wenn du mit mir reden willst, kannst du selbst kommen. Meine Schwester musst du da nicht mit reinziehen. Nein, wenn ich allein käme, würdest du all meine Fragen ausweichen, wie immer. Außerdem gibt es da etwas, das du dir ansehen musst. Was ansehen? Wovon redest du? Woher hast du das? Steck es weg! Also, weißt du, was das ist? Ich wusste, dass du mir etwas verheimlichst. Das stimmt nicht. Ich habe es nicht verheimlicht. Es ist nichts, wovon du jemals wissen musstest. Außerdem, warum hat sie die überhaupt? Warte, wechsel nicht das Thema. Es geht doch nicht um Ito. Mai, ich verstehe, dass du sauer auf mich bist. Aber wir sollten ein anderes Mal darüber reden. Außerdem hat diese Maske nichts mit dir zu tun. Du irrst dich. Damals im April, als Mai von einem anderen Mädchen und mit einem Messer bedroht wurde, war es diese Maske, hinter der sie her war. Eine Maske, mit der eure Familien verbunden sind. Hinter ihr her war? Ich war wohl dumm zu glauben, ich könnte die Wahrheit über die Vergangenheit unserer Familie vor dir verbergen. Die Vergangenheit? Hat das was mit Mama und Papa zu tun? Ja, und noch so viel mehr. Ich habe diese Maske das erste Mal gesehen, als ich ein Kind war, bevor du geboren wurdest. Die Wahrheit ist, dass sie zu einer Sekte gehörte, den Kamen Kai, der auch unseren Eltern angehörte. Eine Sekte? Du machst Witze. Wie haben sich deine Eltern da eingemischt? Ich weiß, wie es klingt. Ich kann es selbst kaum glauben. Sie waren eine Gruppe, die von einem Guru namens Tokimasa angeführt wurde, der ein einfaches Leben abseits der Heuchelei und Falschheit des Stadtlebens versprach. Unsere Eltern hatten beide einen Masterabschluss und meine Mutter war auf dem Weg zur Promotion. Sie entschieden sich dafür, ihr Leben und ihre Karriere aufzugeben, um einem Mystiker zu folgen und stattdessen in einem Lager zu leben. Die Kamen Kai waren damals eine von vielen Gruppen. Ich war ein Kind und ich verstand es nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Eltern getäuscht wurden und was sie mich und Mai durchmachen ließen, es ist unverzeihlich. Die Maske befand sich auf dem Gelände, aber ich weiß nicht, was sie damit bezweckten oder zu tun glaubten. Glaubst du, es gibt noch andere Mitglieder der Kamkai, die davon wissen? Nein, es gibt keine Überlebenden. Sie starben, alle von ihnen, einschließlich unserer Eltern. Tut mir leid. Ich erinnere mich nicht mehr an viel davon. Eines Nachts kam Oma in unser Zimmer, wo wir schliefen, und sagte, wir müssten gehen. Das Gelände befand sich im Wald, also war es dunkel und ich konnte kaum etwas sehen. Aber sie stürmte weiter vorwärts mit Mai in ihren Armen und mir im Schlepptau.
Als wir einige Tage später wieder in Tokio waren, erzählte mir Oma, dass unsere Eltern tot seien. Sie wirkte nicht traurig. Es war, als hätte sie es erwartet. Die Regierung vertuschte vieles von dem, was passiert war, sodass ich nie erfahren konnte, wie sie starben. Ich und Oma haben nicht darüber gesprochen. Sie ignorierten es, als ob meine Kindheit und alles, was in den Wäldern passiert ist, ein böser Traum war. Ohne sie wären wir wahrscheinlich bei unseren Eltern gestorben. Aber das zu ignorieren, konnte die Wut auf sie nicht vertreiben. Ich frage mich, ob es sie interessiert, was mit uns passieren könnte. Als Gymnasiumsmensch. Was zur Hölle? Habe ich mehr Zeit damit verbracht, über die Kamenkai nachzudenken, als zu studieren. Ich dachte, wenn ich verstehen könnte, warum meine Eltern so bereitwillig ihr Leben aufgegeben und uns verlassen haben, würde ich aufhören, mich so zu verraten zu fühlen. Aber ich habe mich geirrt. Nichts, was ich fand, gab mir Frieden. Mama und Papa starben als Teil einer Sekte? Ich glaube das nicht. Es ist wahr. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Ich schätze, dass ich meine Gefühle auch vor dir verbergen konnte. Ich denke, für Oma war es schmerzhaft, darüber zu reden. Ich glaube, sie hat den Schrein erworben, um ein einfaches Leben zu führen. Wir mussten es geheim halten. Es gab keine Möglichkeit, ein normales Leben mit dem Stigma der Kamenkai zu führen. Ich nehme an, das Geheimnis zu... Moment. Ich muss ein bisschen aufstoßen, Moment. Es ist wieder in meinen Körper gewandert, glaube ich. Ich nehme an, das Geheimnis zu wahren hat uns beide verletzt. Kendo zu verfolgen, gab mir wieder etwas Kontrolle über mein Leben. Aber Oma, die ihre einzige Tochter hinter sich gelassen hat, sie schien immer die Schuld selbst zu tragen. Sie ging abends aus und plapperte, wie sie nach Mama suchte. Als sie nach Hause kam, stanken ihre Kleider. Ich hatte zu viel Angst, sie damit zu konfrontieren, also gab ich der Polizei einen Tipp. Sie haben sie in der Kanalisation mit nichts als der Maske herumlaufen sehen. Dieselbe vom Gelände der Sekte, die du jetzt besitzt. Ich war schockiert, als sie mir gaben. Ich hatte sie so lange nicht gesehen und all diese unangenehme Erinnerung aus meiner Vergangenheit kam wieder hoch. Da beschloss ich, Kamakura zu verlassen. Es war der einzige Weg, wie ich mit meinem Leben weitermachen konnte. Das erklärt nicht, warum die Maske bei deiner Großmutter gelandet ist. Ich weiß nicht, woher sie sie hat. Sie schien aus dem Nichts zu kommen. Oder vielleicht hat sie ihr jemand gegeben. Das hat sie nie gesagt. Ich habe die Maske bei ihr gelassen. Ich fühlte mich immer unwohl. Sie hatte eine seltsame Aura. Warte. Oma hat nach Mama gesucht? In der Kanalisation? Ich erinnere mich an nichts davon. Du warst damals im Wohnheim deiner Schule. Großmutters seltsames Verhalten war Teil dessen, warum ich darauf bestand, dass du auf die Privatschulen außerhalb von Kamakura gehst. Ich konnte dich nicht in den Wahnsinn unserer Vergangenheit hineinziehen. Wir trennten uns, ohne jemals darüber zu sprechen. Und es ging mir viel besser, als du nach Kamakura zurückgekehrt bist. Detective, wonach genau suchst du? Die Geschichte unserer Familie nützt dir sicher nichts, oder? Ich nehme an, du hast gehört, was mit meinem Partner passiert ist. Diese Maske war wieder da, als er starb. Es ist mehr als ein Ornament. Ich muss wissen, woher sie kam. Wenn das stimmt, dann will ich helfen. Ihr Partner, er schien eine nette Person zu sein. Nein, Mai. Du hast viel geholfen, aber ich muss das allein machen. Ito hat recht. Ich entschuldige mich dafür, dass sie das alles nicht früher erzählt hat. Aber du kannst nicht in so etwas Gefährliches verwickelt sein. Ich dachte schon, ich hätte dich an dem Tag beim Schrein verloren. Ich würde mir nicht verzeihen, wenn dir jetzt etwas passieren würde. In Ordnung. Danke, dass du mir endlich die Wahrheit gesagt hast, Takashi. Ich gehe erstmal zurück. Ich hoffe, du erinnerst dich, dass ich deine Schwester bin. Ich erinnere mich vielleicht nicht mehr an die gleichen Dinge, aber wir sind immer noch eine Familie. Wir sehen uns später. Danke für deine Hilfe, Mai. Du hast recht, Mai. Ich komme dich bald besuchen. Scheint so, als wäre sie weg. Mai ist nicht hier. Kein Grund, schüchtern zu sein.
Es besteht kein Zweifel daran, dass sie in Besitznahme dieser Maske ihren Tribut gefordert hat. Schon in der kurzen Zeit, in der ich mit ihr in Kontakt war, spürte ich eine ungeheure Dunkelheit dahinter. Ich hatte solche seltsamen Träume und sah Dinge, die ich mir selbst nie erträumt hätte. Sie war schon immer etwas ungewöhnlich, sodass ich es nicht ausstehen konnte, in der Nähe zu sein, Entschuldigung. Vielleicht macht es mich zum Heuchler, dass ich Mai wieder angelogen habe. Ich weiß nur, dass ich nicht will, dass sie verletzt wird. Aber wie du sagtest, ich glaube, dass diese Maske nur Holz und Farbe ist. Aber ich bezweifle, dass uns jemand anderes glauben würde. Das hat noch nie jemand getan, außer einem Mann. Auf dieser Straße gibt es einen alten Teeladen. Vielleicht hast du ihn auf dem Weg hierher gesehen. Gelegentlich ist dort auch ein alter Historiker namens Yasuhisa. Er war der Einzige, der das, was ich über die Maske gesagt habe, als Wahrheit anerkannt hat. Wenn du nach Informationen über die Maske suchst, dann ist er vielleicht der beste Ansprechpartner. Ich habe das Thema nie angesprochen, aber ich spreche mit ihm gelegentlich über andere Themen. Sein Verstand ist ein Tresor voller wertvoller Informationen. Hoffentlich kann er etwas Licht in die Dunkelheit bringen. Ermittlung plus 1. Ich hoffe es, aber bitte, Detective, sei vorsichtig. Und weg. Hui. Da würden wir dann jetzt in den Teeladen gehen. Ich weiß doch nicht genau, wann ich heute aufhören aufzunehmen. Ich habe gerade überlegt, aber jetzt will ich natürlich doch weiter wissen. Okay, warte. Wissen Sie, ich treffe hier viele Polizisten und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Erstens, sie sind Octo-Fans. Zweitens, sie sind hartnäckig. Alles klar. Okay. Ich liebe Takoyaki so sehr. Ah, hier. Willkommen! Ne, willkommen, komm herein, setz dich. Kein Grund, so formell zu sein und dazu stehen wie eine Statue. Wie kann ich dir helfen? Bist du Yasuhisa? Takashi meinte, es sollte mit dir sprechen. Oh, und wie geht es Herrn Kawana? Immer noch so kratzbürstig wie eh und je, nehme ich an. Ich fand ihn immer weise, weit über sein Alter hinaus. Wenn auch vielleicht nicht freiwillig. Ich schweife ab. Entschuldigung, es sind die Eigenheiten, die mit dem Alter einhergehen. Was glaubt Herr Kawana, weil ich dir helfen kann? Ich untersuche ein paar Dinge, die mit den Kamen-Kai zu tun haben, die Gruppe, in die seine Familie verwickelt war. Eine schwierige Antwort, als Sie sie vielleicht erwarten würden. Es gibt zwei Gruppen, die diesen Namen teilen. Die erste, wie Sie wissen, ist die religiöse Gruppe, die von Guru Tokimasa gebildet wird. Der zweite ist ein alter Orden, über 1000 Jahre alt. Was hast du da in der Hand? Mir wurde gesagt, dass es mit den Kamen-Kai verwandt ist, den neueren, und dass du mir davon erzählen könntest. Ah, es erklärt viele Dinge, Kind. Zum einen der ferne Blick in deine Augen. Ich nehme an, sie haben viele, viele Fragen. Masken sind interessant, nicht wahr? Sie sind dazu bestimmt, eine Tarnung zu sein. Und dennoch kann eine Maske nicht lügen oder sich verdrehen, um die Wahrheit zu verbergen. In diesem Sinne ist die Maske wahrhaftiger als die menschlichen Gesichter, die sich unter ihnen verbergen. Ich frage mich, wie sie zu so einem Objekt in so einer dunklen Geschichte kam. Ich denke, es könnte mit einer vermissten Person zusammenhängen, aber ich weiß nichts darüber. Ah, aber das ist die Essenz der Geschichte. Schichten auf Schichten von persönlichen Verbindungen, die kontinuierlich zu ihrer Wurzel zurückgeschält werden. Relikte, wie die, die sie halten, nehmen oft ungewöhnliche Wege, wo sie landen. Relikte? Wenn das aus dem Kamen-Kai-Kult der 90er Jahre stammt, würde ich es kaum ein Relikt nennen. Irregeführt und trügerisch, wie er war, war Tokimasa kein Narr. Um neue Anhänger zu gewinnen, musste er seine kulturgeschichtliche Legitimation geben. Ja. Er sammelte obskure Objekte und gab ihnen neue Bedeutungen, die er kontrollieren konnte, um seine Anhänger zu manipulieren. Diese Maske war das, was er wählte, zusammen mit dem Namen der Gruppe, die sie erschuf. Interessant, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Nur ich schätze, ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar andere Dinge darüber erzählen.
Zum Beispiel? Wie, warum... Jetzt, wo ich es laut ausspreche, klingt es albern. Tut mir leid, dass es Sie gestört hat. Sei nicht albern. Sie fragen sich zum Beispiel, warum Sie mit der Maske anscheinend an einen anderen Ort gebracht werden. Oder warum Sie vielleicht Visionen sehen können, die nicht real scheinen. Warum spüren Sie einen starken Willen, der Sie auf Sie ausübt? Oh ja, ich weiß auch alles über diese Dinge. Woher wissen Sie davon? Als Tokimasa im Besitz war, glaubte er, dass es ihm einen Weg in das Reich der Götter zeigte. Er schrieb ausführlich über das Thema. Obwohl ich im Gegensatz zu den meisten anderen Phänomenen, wie zum Beispiel die Raserei eines wahnsinnigen Mannes, nicht ausschließe, wie sich die Phänomene wiederholen. Schauen Sie einmal in die tintenschwarze Dunkelheit und sehen Sie vertraute Form und Schatten? Keine Schatten. Ich sehe und höre Menschen, die tot sein sollen. Ich finde Dinge, die ich sonst nicht hätte finden sollen. Hm, ist interessant. Entschuldigung, macht es Ihnen was aus, wenn ich Sie so nenne? Ich erinnere mich nicht, Ihnen gesagt zu haben, dass ich Detective war. Ha, mein Fehler. Du musst mir verzeihen. Ein Versprecher. Ich glaube, du hast es selbst gemacht. Entschlossene Ermittler wie Sie haben ein solches Gespür für Zielstrebigkeit in Ihren Manierismen, sehen Sie. Und du scheinst ziemlich entschlossen zu sein, dem auf den Grund zu gehen, was auch immer du verfolgst. Sagen Sie mir, kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Erfahrungen keine Illusion sind, die Ihnen irgendeinen Komfort bieten? Moment, Entschuldigung. Ich habe aus den Aufgeschluss, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich bin mir nicht sicher, aber ich fühle etwas. Vielleicht Hoffnung? Es ist, als hätte ich endlich einen festen Boden unter den Füßen. Ah ja, Wissen ist ein Licht an dunklen Orten, nicht wahr? Ein Relikt eines solchen Imports würde mit einem Detective enden. Darf ich Sie etwas fragen? Was glaubst du denn? Wird unser Leben von Schicksal beherrscht? Gemessene Fäden, die unsere Taten, unsere Wünsche und unser Ende bestimmen, sobald wir existieren? Oder umgekehrt? Ist unser Faden stattdessen dem Chaos unseres Universums unterworfen? Ändert es sich, je nach unseren Taten, zu dem, was uns scheinbar zufällig passiert? Glaubst du, dass es Schicksal oder Zufall ist, der entscheidet, welche Lebensfäden gekürzt und welche verfolgt werden? Achso. Ja, natürlich, natürlich. Vielleicht glaubst du, dass dein Leben in letzter Zeit etwas außerhalb deiner Kontrolle war. Kontrolle, was? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel davon hatte, seitdem die Maske zu mir kam. Sie sagten, die Maske wurde von den alten Kamen Kai gemacht. Warum? Mich zu verwirren kann der Zweck sein. Kann nicht der Zweck sein, wofür es gemacht wurde. Ah ja, eine komplizierte Antwort. Eine kompliziertere Antwort, als Sie sich gewünscht haben. Entschuldigung, die Stimmen sind irgendwie schwierig. Entschuldigung. Kein Wunder also, dass die Erschaffung eines solchen mysteriösen Objekts ebenso rätselhaft ist. Vielleicht könntest du mir einen Gefallen tun. Keine Sorge, es ist in Bezug auf genau dieses Thema. Ein wichtiges Buch ist in meinen Laden verschwunden. Wenn Sie ihn für mich zurückholen könnten, könnte er viel Licht auf das Thema werfen. Ja? Was für ein Buch? Ein Buch der fehlenden Sorte. Tut mir leid, ich scherze. Es betrifft den Maskenträger. Maskenträger? Das bin ich, oder? Obwohl du ihn trägst, mach dich das nicht zu seinem Überbringer. Alles wird klar werden, wenn das Buch an mich zurückgegeben wird. Klingt einfach genug. Wo kann ich anfangen zu suchen? Oh, das brauchst du. Da brauchst du nicht weit gehen. Der Mann, der es hat, ist direkt vor diesem Gebäude. Wie ich schon sagte, es ist keine große Besorgung. Aber ich kann meinen Laden natürlich nicht verlassen. Er ist da draußen? Es dauert nicht lange. Ich bin gleich wieder da. Hä? What? Meine Augen brennen. Hä? Takoyaki gegen Buch hier. Entschuldigung. Okay, jetzt aber. Der alte Teeladen von nebenan? Ist der Laden nicht geschlossen? Geschlossen? Das kann nicht stimmen. Was wissen Sie noch darüber? Eine Vermutung, aber ich denke, dass er dem Kendo-Ausbilder vom Dojo die Straße runtergehört. Er ist der Einzige, den ich überhaupt da drin sehe.
Sie glauben mir vielleicht nicht, aber ich schwöre, ich habe ihn da drin mit sich selbst plaudern sehen. Vielleicht ist er ein bisschen verrückt. Andererseits könnte es aber auch eine super fantastische Kendo-Meditation-Technik sein. Oh Mann, warum habe ich nicht früher daran gedacht? Das nächste Mal sollte ich ihn um ein paar Tipps bitten, anstatt ihn auszuspionieren. Gerüchten zufolge ist er ein regionaler Champion. Hinterher hat einige der Besten trainiert. Viele Polizisten trainieren also... Aber das hatten wir doch schon, oder? Also müssen wir vielleicht... Ne? Da wir gerade davon sprechen, ich habe eine verrückte Frage an Sie. Ich weiß, Sie sagten, es sei geschlossen, aber wissen Sie etwas über ein Buch, das dort verschwunden ist? Vielleicht vor kurzem? Man hat mir gesagt, dass Sie etwas darüber wissen. Oh Mann. Ja? Wie ich schon sagte, der Ort ist seit Jahren leer. Aber wissen Sie, ich verbringe viel Zeit draußen und die Hälfte der Zeit steht die Tür weit offen. Und eines Tages, vor ein paar Monaten, beschloss ich mich mal umzusehen. Nichts Verdächtiges oder so. Ich war einfach nur neugierig. Neugierig ist der Katze tot, richtig? Wie auch immer, es war alles staubig und alt und da lagen alle möglichen komischen Sachen rum. Also habe ich ein kleines Andenken mitgenommen. Ich meine, es war jetzt nicht super alt oder so, also dachte ich, da wird doch niemand vermissen. Außerdem war es nichts für mich. Es war nicht für mich, es war für meinen kleinen Bruder. Dieser Typ steckt manchmal tief im Schlamassel, also versuche ich vorbereitet zu sein, wenn was passiert, weißt du? Also dachte ich, ein kleines Geschenk würde ihn aufheitern. Und damals hatte er besonders harte Zeiten hinter sich. Seine Frau hat ihn verlassen und seine Tochter mitgenommen. Er redet immer noch nicht drüber, als würde er es leugnen oder so. Ups, bin ich schon wieder abgedriftet. Ich wollte ihn mit dem unrechtmäßig gekauften Buch besuchen, als ich den Anruf bekam, dass er im Krankenhaus sei. Er hatte eine Überdosis Sake und Schlaftabletten genommen. Gott sei Dank hatte der Idiot sich entschieden, es in eine Bar zu tun, die ihm gehört. Warte mal. Ein Kunde kam herein und rief den Krankenwagen. Ich bin nicht sicher, ob er sonst noch leben würde. Das ist eine tolle Geschichte. Hört sich für mich so an, als wollte er gefunden werden. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, er hat auf seine Art versucht, um Hilfe zu bitten. Jedenfalls habe ich ihm das Buch gebracht, während er im Krankenhaus war. Versucht, ihm zu zeigen, dass auch wenn er ganz unten angekommen ist, es jemanden da draußen gibt, der versucht, etwas Schönes für ihn zu tun, wissen Sie? Ich denke, es hat geholfen. Für einen Moment jedenfalls. Sobald die Ärzte ihn gehen ließen, ging er zurück in seine kleine toxische Bar. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat Probleme, aber er ist mein kleiner Bruder und ich mache mir Sorgen um ihn. Er hat meine Anrufe in letzter Zeit nicht angenommen. Ursprünglich hatte die Ex-Frau meines Bruders die geniale Idee, seine Fähigkeit in einem billigen Viertel der Stadt einzusetzen. Trotzdem behält er das alles. Der Ort geht langsam bankrott, aber er lässt ihn nicht los. Er muss nur unterschreiben und weitermachen, aber er kann nicht. Irgendwas daran hat seine Krallen tief in ihm versunken. Ich versuche schon seit Jahren, ihn dazu zu bringen, dass er mir sich meinen Geschäften anzuschließen. Er ist ein großartiger Koch. Okay, er ist es. Und wir könnten einen riesen Erfolg haben. Vielleicht ist es nicht dasselbe, wie eine Bar zu besitzen. Aber Passanten zu bedienen und etwas Sonnenschein abzubekommen, ist gut für die Seele. Außerdem laufen die Imbissbuden im Ausland sehr gut, wie ich höre. Jedenfalls viel besser, als seine Zeit in Shinjuku zu vergeuden. Shinjuku? Ja, in einer schäbigen kleinen Seitenstraße. Wie auch immer, wenn dir das Buch wichtig ist, dann hat er es wahrscheinlich immer noch bei sich zu Hause. Wollen Sie die Adresse? Moment, ich wusste, dass es mir bekannt vorkommt. Ihr Bruder ist Daiso, richtig? Sie kennen ihn? Kleine Welt! War aber das Lächeln auf mein Gesicht, das mich verraten hat. Sagen Sie ihm liebe Grüße von seinem Bruder Haruto. Wenn Sie schon dabei sind, sagen Sie ihm, dass Takoyaki noch immer die Zukunft der Küche ist. Ja, Mann! Entschuldigung. Dass er seinen Hintern hierher schwingen soll. Das werde ich machen. Danke für Ihre Hilfe. Ja, dann. Lulala. Der Daiso, der Arme, ey. Mann. Ich habe doch gar keine Wahl. Wieso kriege ich also immer die Karte hier? Ah, Sauerstoff, bitte. Ich will mal wieder alle besuchen hier. Aber, irgendwie wünsche ich mir gerade, dass... Moment. Irgendwie wünsche ich mir gerade, dass es nicht so viel Hilfe gibt in dem Spiel. Also ich wünsche mir, dass, der jetzt zum Beispiel... Ich habe ja am Anfang, da habe ich noch nichts gesagt, da habe ich schon so gedacht, so... Bar,
Bruder irgendwie. Wir wurden ja schon jetzt einige Male irgendwie zu Leuten irgendwie hingeführt, die wir schon getroffen haben. Und da habe ich schon vermutet. Und mit dem zweiten Satz, da wusste ich, ah, okay, das ist auf jeden Fall der. Und dann wurde es ja revealed. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Gespräch da irgendwie geendet wäre. Und ich müsste halt herausfinden, wer das ist. Einfach. Weil es so ein bisschen, ja nicht Open-World-mäßig, aber schon, dass es nicht allzu starlinear ist.